Ihr werdet die Sache also handhaben, falls ihr auf Hindernisse stoßen. Ich bin ein hervorragender Diplomat, wenn ich das so sagen kann. Und wenn ich etwas kann, dann wohl dies. Hervorragend. Dann sollte unserem Vorhaben hier nichts mehr im Wege stehen. Ihr solltet eventuell lernen, die Bücher, die Bürokratie zu eurem Vorteil zu nutzen. Das ist auch etwas, was ein guter Agent wissen muss. Nicht nur das Schwert und den, nun ja, die Magie zu benutzen, sondern den bürokratischen Arm lahmzulegen, wenn man es denn muss. Schickt Im ein Fall paar auch euer. Anträge, ein paar Briefe, ein paar Unterschriften, ein paar Siegel. Überfordert sie, legt sie lahm. Ich werde Euer Exzellenz Worte im Gedächtnis behalten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Unter der Annahme, dass man mich im Handelshaus Störrebrand empfangen wird, denke ich derzeit nicht, nein. Ich erhebe mich dann, verneige mich nochmal. Euer Exzellenz. Wir sehen uns morgen auf dem Turnier. Ich hoffe doch sehr. Ja, damit kannst du dich dann in Richtung der Familie Störband aufmachen und kannst ein Darlehen erfragen, was dir natürlich abhängig von deinem sozialen Status gewährt wird. Bist nicht vorbelastet, dein Leumund ist gut, wenn man mal von der Praios-Kirche absieht, die dich verachtet. Und du bist ein Held der Tobria. Wenn auch ein bisschen abenteuerlustig, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss ein bisschen verhandelt werden, damit du ihnen versprichst, nicht demnächst das Zeitliche zu segnen, damit sie das auch wiederbekommen. Ein paar Sicherheiten, aber naja, sie wissen um dein Kontor in Kunchium, was da eingetragen ist. Und wenn du sterben solltest, wenn dein Vermächtnis, wenn das Geld nicht zurückgezahlt wird binnen einem Jahres, du kannst es natürlich vorher zurückzahlen, aber Jahresfrist wäre dann das, was du ihm leist, soll wieder zurückgezahlt werden. Sollte das nicht der Fall sein, dann werden sie sich das Kontor nehmen. Dann werden sie das wohl. Wie viel möchtest du leihen? Wie viel kriege ich denn? Falls es mir hilft, ich habe guten Ruf in Festung. Guter Ruf in Festung. Ja, vor allem hast du dann auch die Störrebrand da. Wie viel Sozialstatus hast du denn? 11 mittlerweile. Ja, dann kannst du 1100 Dukaten, würdest du kriegen. Lag im Glas noch den guten Ruf als jeden Punkt SO-Bonus sozusagen noch von Festung vielleicht zählen. Guter Ruf, dann würdest du auf 12 steigen. Ja, 2 Punkte guten Ruf in Festung tatsächlich. 2 Punkte guter Alter! Ruf, dann bist du auf 13. Ich nehme 1300. den 1300. Dann Ich meine, nimmst du. was wir nicht brauchen, können wir immer noch zurückzahlen. Ich denke auch. Du kannst damit zumindest Die wirtschaften. Frage ist, was 1000. musst du zurückzahlen, wenn du 1300 leist? Was musst du zurückzahlen? 50% Zins? Das hängt, 50% glaube ich, mehr? auch vom SO Nein. ab. Sagen Das wir ist, 10? das können wir uns später angucken. Ich glaube, so 10% werden es wohl sein. Und dann 130 Dukaten. Damit kann man auf alle Fälle in einem Jahr eine ganze Menge machen. Und wenn nicht, hat Keras bald einen neuen Chef. Geht halt. Gut, und dann mit dem verbrieften Anrecht auf 1300 Dukaten werde ich mich auch wieder bei der Witwe Brutz einfinden. Ja. Abelmir hat ja. Wie viel hat Abelmir erwirtschaftet? 120? 130? 160. 160. 160. Ja, dann ist das schon mal. Ja gut, das Geld ist eigentlich für die Tobria gedacht und na gut. Dann trefft ihr euch nach einem sehr ereignisreichen Tag, jeder für sich selber, beziehungsweise Kiaras und Iserun miteinander, wieder zusammen in eurem Hauptquartier, der ja, Wohnung der alten Witwe Prutz, die aktuell Abelmir gemietet hat. Und ja, könnt von eurem ereignisreichen Tag berichten. Die haben es aktuell so um die 15 Uhr. Sonnenhöchststand ist durch und damit nur noch wenige Stunden bis zum eigentlichen Turnier am 29. Also, ich habe mich schlau gemacht über die Lagerhäuser und ich habe ein paar Lagerhäuser gefunden, wo wirklich größere Mengen Nahrung, Salz und sonstige Dinge eingelagert werden. Und das Ganze scheint mir auch illegal zu sein. Und zwar scheint das so zu laufen, dass sie das Zeug einlagern und dann scheinen die unregelmäßig, aber sehr effizient, also dass nie ein Dieb geschnappt wird, beklaut zu werden. Und zufälligerweise sagen die Gerüchte dann, dass dann Geld danach fließt, kurz nach dem Beklauen, ein paar Tage danach oder ein paar Wochen danach, Richtung Speicherherr und Bürgermeister, dem die Dinge gehören, in Anführungszeichen. Also sprich, das sind städtische, Garage gehörende Speicherhallen.
Sondern diesen Bereich an sich, dieser Lagerhalter und sogar der Bürgermeister selbst. Ja, der Bürgermeister heißt Trautmann Karfink und der Speicherherr heißt Hesindio Lastrano. Und Hesindio Lastrano ist wohl unheimlich gut im Reden und kann wohl unheimlich gute Verhandlungen führen. Also mit dem zu verhandeln wird recht schwer. Der besitzt 4 Kinder, die irgendwie sein ganzes Geld immer wieder verprassen und ihn da auch wohl irgendwie in Probleme bringen, die er dann sozusagen geldmäßig löst. Und die beiden zusammen scheinen wohl möglicherweise zu einem Orden, ich bin nicht ganz sicher, ob das so heißt, zu gehören, namens Alte Gilde. Aber vielleicht weiß da Isarun mehr über das Wort Alte Gilde und die Zusammensetzung dieser Leute. Eigentlich nicht. Also, dass es sie gibt, weiß ich wohl, dass sie hier auch recht mächtig sind in der Unterwelt. Ja, aber ehrlich gesagt, wir beschäftigen uns mit magischen Verbrechen und da zählen die nicht unbedingt dazu. Nee, magisch scheint da, also über Magie oder magische Dinge, Dämonen, wie auch immer, habe ich nichts rausbekommen. Geistergeschichten habe ich auch nichts gehört. Also nichts, das auch nur andersweise auf Magie deuten würde, ist da erwähnt worden. Na, damit fällt das nicht in meinen Fachbereich. Gut. So wie ich deine Quellen kenne, also vermutlich keine handfesten Beweise vorzulegen, nicht wahr? Das sind Menschen wie Bettler und Tagelöhner gewesen, die vor Gericht keinerlei Nutzen haben werden. Aber ja, ich kann diese Leute ausfindig machen, aber ich glaube nicht, dass sie einen Nutzen haben, weil sie eben Bettler und Tagelöhner sind. Ja. Existieren irgendwelche Papiere vielleicht? Davon habe ich nichts gehört, dass irgendjemand irgendwas aufgeschrieben hätte. Natürlich nicht. Also es werden bestimmt ganz normale Berichte erstellt sein von Lastrano, welche Sachen eingelagert wurden und vielleicht wird auch aufgeschrieben haben, welche Dinge geklaut wurden aus seinen Hallen. Man kann zumindest sagen, Lastrano ist 5-mal gewählt worden zum Speicherherrn und ernannt worden. Ich glaube, da hat der Bürgermeister auch ein Wörtchen mitzureden, weil über die genaue Struktur dessen bin ich nicht bekannt. Und ja, der wird bestimmt nicht 5-mal erwählt werden, wenn andere unter Lagerhallen eingebrochen wird und Leute darüber unglücklich wären. Ja. Weil unter uns gesprochen, meine ich das. Das kann ich natürlich nicht beweisen. Der Zusammenhang besteht, aber man kann es ihm wohl nicht nachweisen. Wir könnten natürlich einfach darauf hoffen, dass er sich schon ertappt genug fühlen wird, wenn wir ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Wir reden von hier von größeren Geldsummen. Diese Geldsummen gehen wahrscheinlich nicht Dukate per Dukate über den Ladentisch, sondern es müssen ja irgendwelche Bank... Darlehensscheine ausgestellt werden über größere Summen. Und ob er diese Summen versteuert, wollen wir auch mal sehen. Und diese Nachweise müsste er in seinen persönlichen Büchern führen. Naja, Bankscheine sind ja nicht namentlich gesichert. Das heißt, ein Bankschein, wo Geld drauf ist, ist ja etwas, wenn man das Bargeld nur abholt, was niemals mit einem Namen in Verbindung gebracht wird. Nun gut, aber zumindest wird er dann noch in seinen persönlichen Büchern über seine persönlichen Einnahmen ein Buch führen, nehme ich an. Und ein normaler Handelsherr dürfte, oder ein Speicherherr dürfte nicht mit solchen großen Summen handeln. Er lebt ja wahrscheinlich weit über seinem Schnitt. Nun müssten wir dafür Zugang zu seinen Büchern haben und den wird er uns sicherlich nicht gewähren, indem wir ihn nicht fragen. Könnte nicht Ömer diese Bücher besorgen? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich das denn machen? Soll ich nachfragen, ob die auf der Straße liegen? Ihr wartet. Kann mir keine rechtmäßige Methode vorstellen. Magister Abelmir, mit der sich solche Bücher wohl beschaffen lassen. Diese Rechtmäßigkeit hat uns in Jolgomog doch auch nicht gestört. Und wir haben in Jolgomog auch teuer dafür bezahlt. Die Dinge laufen ab jetzt anders. Ich bitte euch, das ist ein feindliches Reich. Nun ja, das ist auch ein Feind. Er bereichert sich an der Bevölkerung. Am Start. Na, das sind Gerüchte, die ich bisher gehört habe. Das ist noch, ne? Vor allem sind das Gerüchte von Leuten, die vor Praios Gericht wahrscheinlich zu Recht nicht viel zu sagen haben, weil sie viele Gerüchte in die Welt setzen. Das heißt, es muss nicht alles hundertprozentig wahr sein. Andererseits kann man vermutlich den Gerüchten, die du aufschnappst, mehr Glauben schenken, als denen, die man normal auf der Straße hört. Denn sie haben ja nichts daran zu verdienen, wenn sie dir Blödsinn auftischen. Ein Stück weit schon, ja. Entsprechend können wir es zumindest als, sagen wir mal, brauchbaren Hinweis deklarieren. Was auch immer uns das jetzt bringt. Aber wenn er diese Dinge hortet, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen, könnte er es uns wohl eigentlich kaum abschlagen, wenn wir
auf die Not der Rosskuppler hindeuten und einfach ein wenig von ihm erwerben möchten. Klar, also das wird bestimmt gehen, die Frage ist, welchen Preis man uns vorschlägt, und wenn wir mit dem Preis nicht einverstanden sind, gut, dann werden wir... Er wird die Preise bis in den Himmel wuchern, da können wir Gift draufnehmen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, ihn sehr öffentlich darauf anzusprechen. Im Rahmen des Turniers zum Beispiel? Ganz genau. Genau, ist der Kodex bekannt geworden, Frosty? Du wirst Auszüge daraus mitbekommen haben. Ja, also du hast die ganzen Wissen plus 10 geschafft, du hast ein paar Informationen bekommen und das ist so das, was ich dir jetzt mal habe zukommen lassen. Also wenn wir sagen, dass wir Nahrung kaufen wollen, die wir direkt spenden wollen für den guten Zweck im Norden der Stadt, dann werden wir von jedem ehrenhaften Mitglied aus der alten Gilde, und das sollen sie angeblich sein, also ehrenhaft weiß ich nicht, aber Mitglieder der alten Gilde, das sollten wir aber nicht erwähnen, dass wir das wissen, dann werden sie uns einen fairen Preis nennen. Vielleicht etwas überzogen, aber grundsätzlich einen faireren Preis, als wenn wir sagen, dass wir das einfach nur kaufen wollen und was weiß ich, um so zu tun, als wenn wir das selber verkaufen wollen. Jemand, der solcherlei Geschäfte macht, kann wohl keinen Funken Ehre am Leib haben, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe gehört, dass sie angeblich gewisse kleine Regeln haben, die sie beachten, und ja. Ich glaube daran, dass sie ein Stück weit Fexens Ehre in uns haben. Und ja, doch, das glaube ich schon. Vielleicht nicht jeder von denen, das gebe ich wohl zu, aber wir könnten es zumindest versuchen. Das ist es auch, was ich in den Schenken Garets bisher gehört habe. Sie sollen wohl einigermaßen fexgefällig sein. Was mich an diesem Vorgehen grämt, ist, dass wir dann jemanden, der sich so offensichtlich an Gareth bereichert, ungescholten davonkommen lassen würden. Wenn der Bürgermeister damit drin hängt, kann wohl kaum darauf vertrauen, dass die offiziellen Stellen ihren Dienst vernünftig tun werden. Richter werden sich bestimmt nicht bestechen lassen, aber das erstmal bis zum Gerichtsprozess kommen zu lassen, ist bestimmt schwer. Möglicherweise können wir aber etwas in Bewegung setzen. Sicher wird sich eine Veränderung nicht über Nacht anbahnen, aber es ist ein Versuch wert. Die Frage ist eher, wie große Wellen wir schlagen wollen. Das kommt noch dazu, wir wollen keine allzu große Aufmerksamkeit erregen. Oder zu viel Chaos verursachen. Schließlich sind wir ja technisch gesehen, machen wir so Anführungszeichen mit den Händen, Geheimagenten. Technisch gesehen sind wir auch keine Bürger der Stadt. Die meisten von uns. Naja, was das angeht. Ja, was das angeht. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit den Illusionen, die Gareth heimgesucht haben und dem Phantasma? Aber mir, wie hieß es? Phantasmagorisches Erscheinen. Irgendwie hat man uns vielleicht Ehre halber zu Bürgern der Stadt ernannt. Mit so einer silbernen Kordel und allem. Ich müsste sie irgendwo an meiner Rüstung noch heften haben. Die ich nun schon länger nicht mehr trage. Wer hat euch das damals überreicht? Der Bürgermeister, glaube ich. Korrekt. Das könnte ihn in einem sehr schlechten Licht darstellen lassen. Oder uns. Also seid ihr schon mit ihm bekannt? Naja, ihr wisst schon, das übliche Händeschütteln und... Das übliche Händeschütteln wird uns auch die Tür öffnen. Also zumindest euch, hoher Herr, wenn ihr mit ihm reden wollt, ob er vielleicht eine Möglichkeit hätte, für gutes Gold nicht jetzt hier eine gute Tat zu begehen und nochmal etwas Korn organisieren lassen irgendwie zu können, Essen organisieren lassen zu können, weil ihr doch eure Landsmänner sozusagen verpflegen wollt, weil ihr ihnen etwas Gutes tun wollt. Da wird er bestimmt Verständnis für haben. Es geht nicht darum, ob er Verständnis dafür hat, es geht darum, dass er sich an diesem Korn unrechtmäßig bereichert. Naja... Die Sache ist doch, ihr fragt ihn ganz offiziell, also sozusagen so, wie ihr einfach vor ihm steht, und er sieht ja, dass ihr das Bandschaltzeichen habt, und sagt, wofür ihr das braucht und dass ihr dafür auch bezahlt seid, gute Münze zu zahlen. Wenn das Korn dann da ist, kann man doch mal gucken, wo das herkam. Ob und man wo das nicht rausbekommt. Geht. Ich weiß nicht, wie gut man Geld verfolgen kann, aber ja, wenn das möglich ist. Dann könnte man zumindest etwas Offizielles einleiten, was ihr dann persönlich mitbekommen habt als hoher Herr und als Bandstrahler.
Der doch nur Hospiz tun wollte. Hollegan hat gesagt, wir sollten uns wohl eher an die Bürokratie halten. Ich bin geneigt, ihm wohl zuzustimmen. Jogo Mack war das alles einfach. Da wusste man genau, wer auf der falschen Seite ist, nämlich alle. Ich weiß noch ganz genau, wie man mit denen umgeht. Aber vielleicht gibt es einen Konkurrenten von Kafeng, dem solche Informationen helfen könnten. Damit wir dann einen Schmierhalunken gegen einen anderen austauschen. Tja, so sieht es wohl aus. So tragisch es auch sein mag. Und glaub mir, wenn du ehrenhafte Absichten hast, gehst du nicht in die Politik. Vielleicht macht Kafeng aber auch ein vernünftiges Angebot, dass man sagen kann, okay, er hat jetzt hier vielleicht sich nicht an alle Gebote gehalten, hat sich aber zumindest noch an Fexens Ehre gehalten, jetzt hier dann den Leuten doch noch zu helfen für ein gutes Goldstück. Und das macht die Bereicherung, die er die letzten, wie lange auch immer das er schon macht, betätigt hat, wieder recht? Ja, denn Fex ist ein guter Gott. Und wird sehr häufig als Ausrede verwendet. Genauso wie die Praioskirche auch ihren Praios als Ausrede verwendet. Wie meinen? Ach, ich habe nur gedacht an Beschlagnahmung. Und es ist schließlich nicht. Ich knirsche getroffen mit den Zähnen. Immer zu kommen mit den Schultern. Habt ihr denn überhaupt so viel Geld, dass ihr euch das leisten könnt? Ich meine, so viel Nahrung wird schon auch einiges kosten. 1300 Dukaten entscheiden. Wo habt ihr so viel Geld her? Doch, woher? Aber nicht wenig exzessiv vielleicht. 1300 Dukaten. Man war freundlich genug, mir ein kleines Darlehen zu gewähren, bis wir in der Lage sind, Geldmittel von offiziellen Stellen zu requirieren. Zu welchem Satz? Ein Zehntel, wie ich das verstanden habe. Das ist viel. Ist Schnatterbau schon belastet? Schnatterbau ist dann auf den Arsch. Naja, 1300 Dukaten, damit kann man auf jeden Fall jede Menge Nahrung kaufen. Und Söldner bezahlen. Die Frage ist nur, wie ihr das zurückbezahlen wollt. Ich habe vom Prinzen auch etwas Geld bekommen. 160 Goldstücke spendete er für die Tobria. Der KGA und über diese Erweiterung der Reichsregierung liegt der Erfolg unseres Anliegens am Herzen. Ich bin mir sicher, sobald in den Schatzkammern wieder etwas verfügbar ist, wird man uns hinreichend bedenken. Wieso bald? Sind die da leer? Wir führen Krieg, immer, was glaubst du denn? Oh. Ich vermute, jemand wird uns dezent übersehen. Vielleicht können wir bei den anderen Alien, die hier in der Stadt sind, auch noch etwas Geld locker machen. Wir haben schließlich einen gewissen Ruf und einen gewissen Namen. Ich finde, dass ihr anfangt zu betteln, Abel, mir total gut. Es nennt sich nicht betteln, es nennt sich Bitte um eine Spende. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, wenn ich bitte doch auch jeden Tag, also in Kundium um Spenden. Das ihr bittet für euch selber und nicht für andere. Das macht den Unterschied. Ich war bereits schon ein paar Mal auf solchen, wie nennt man das in unserer Heimat, Spendengalas. Genau, so etwas gibt es auch im Horasreich. Man veranstaltet ein Diner, eine Gala, bittet die Gäste für einen guten Zweck zu spenden und bestreitet den Abend abzüglich der Spenden. Und der Rest ist für einen guten Zweck, der der Gala-Gesellschaft offenbart wird. Ihr wollt also, was in Garrett Rang und Namen und vor allem jede Menge Gold hat, bei einer Feier einladen. Richtig. Das und ihnen dann, in Ermangelung eines besseren Wortes, das Fell über die Ohren ziehen. Nein. Man bietet ihnen Unterhaltung, Zerstreuung und sagt ihnen, sie tun Gutes im Namen der Zwölfe. Ich denke, es würde mehr funktionieren, wenn ihr sagt, sie helfen dabei, die Straßen sauberer zu halten. Das wäre ein Nebeneffekt davon. Ich kann nichts sagen, aber werden jetzt nicht schon einige solcher Feste angesetzt sein? Es ist das große Turnier. Vermutlich haben die meisten dieser sehr reichen Adligen gerade auch sehr viel zu tun. Dann sollten wir uns beim Turnier wohl gut hinstellen, damit es entsprechend gesellschaftsträchtig ist, bei uns aufzulaufen. Vor allem
diese anderen Adligen haben nicht die Beziehung zum Kaiser aus wie wir. Ja, ja, aber die sind nicht blamiert. Also, aber unsere Beziehung zu dem Kaiserhaus sind ja geheim. Die anderen Adligen haben sich aber nicht in der letzten Krise, die Gareth geschüttelt hat, hervorragend hervorgetan. Inklusive unserem werten Magister Abelmir hier. Ich würde nicht sagen, dass wir großartige Verbindungen zum Kaiserhaus haben, wenn wir die Dame einmal gesehen haben. Nun ja, zumindest kennen wir den Reichsgroßgeheimrat. Was wir eigentlich auch geheim halten sollten. Aber ja, versteht ihr das Wort Geheimagent nicht? Ich verstehe schon, aber... Wir sind mehr als einmal in der Zentralregistratur ein- und ausgegangen. Der Punkt ist ja nicht, dass man sich dann öffentlich hinstellt und allen sagt, dass man dort Mitglied ist. Also zumindest war das in aller Anfang so. Vielleicht habt ihr hier andere Sitten, aber dann wären eure Geheimagenten ziemlich schlecht. Magister Isarun ist ja ebenfalls keine unbekannte Stadt, unbekannte Figur in der Stadt. Vielleicht könnte ich den Prinz bitten, mir bei der Organisation und der Spendengarde zu helfen. Er hat bestimmt die Kontakte zu den Großen des Reiches. Was genau wollte dieser Prinz eigentlich von euch? Er suchte meine Bekanntschaft. Er hörte von uns und von mir im Besonderen und unseren heldenhaften Kampf gegen die Schwarzen Lande und natürlich von dem Drachenkampf. Und er wollte diese, nun ja, Unterhaltung, diese Schilderung aus erster Hand erfahren und lud mich ein zu Speis und Trank. Und ich überredete ihn, etwas Geld locker zu machen für die gute Sache. Also über so etwas habe ich noch nie richtig nachgedacht, aber jetzt, wo ihr das sagt, das könnte eigentlich ganz gut ankommen. Vielleicht könnte man das Ganze eine Drachentöter-Gala nennen oder so. Eine hervorragende Idee. Wir sind immerhin Drachen. Wir könnten Ignar einladen. Vielleicht bringt er sogar seinen riesengroßen Speer mit. Ja. Ja, das wäre ein Art. Könnten wir auch noch einmal vortragen, wie wir gegen die Archen gekämpft haben. Vielleicht sollten wir das Seeland als hervorragende Kulisse, um die richtige Atmosphäre herzustellen, vorschlagen. Und die kennen euch ja. Ihr bekommt bestimmt eine hervorragende Rate. Wenn man das Ganze richtig organisiert mit den richtigen Leuten, dann könnte man von jedem vielleicht 50 bis 100 Goldstücke abzüglich natürlich der Spesen herausschlagen. Und je nachdem, wie viele Leute kommen, dürfte es eine erquickliche Summe sein. Die Frage ist nur, kann denn hier irgendjemand das alles vorstrecken? Das Yolanda soll doch sehr teuer sein. Ich wedel einfach mal mit dem Wechsel. Ja, aber ich dachte, ihr wollt damit Nahrung kaufen. Ich hätte auch 160 Goldstücke für einen Abend. Sollte es reichen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, erst einmal, wie man Unterhaltung liefert, um überhaupt eine solche Schar von hohen Adeligen zu beschäftigen. Ich glaube nicht, dass Rauschmittel hier erlaubt sind. Nein. Man sollte natürlich hervorsehen, man braucht etwa 2 bis 3 Tage. Vielleicht etwas mehr, aber man wird sich... Wir sollten es auf jeden Fall zum Ende des Turniers ansetzen, habt ihr recht. Ich denke, wir besorgen uns etwas Boronwein und dann wird das bestimmt eine coole Feier. Boronwein ist hier wohl irgendwo eine gute Theatergruppe gibt. Ich kenne da tatsächlich jemanden am Theater, dem wir mal aus der Patsche geholfen haben. Richtig, wie ist dieser Vagant, der diese Phantasmagorikum leitete? Wie hieß er gleich nochmal? Nicht der. Nicht der? Wen meint ihr dann? Ihr wisst schon noch, den Theaterleiter, den wir aus dem Schrank befreit haben. Ah, den meint ich auch. Vielleicht können wir sie fragen, ob sie die Schlacht von Rulat nachstellen können. Vielleicht können wir einen wirklich hervorragenden Illusionisten erwerben, anstellen. Marschall, aus der Patsche, weißt du noch, wie der Theaterleiter hieß? Der Theaterbesitzer Marischal d'Apalto. Marischal d'Apalto, genau. Wir haben ihn aus einer sehr misslichen Lage befreit. Bestimmt würde er uns gegen ein kleines Entgelt zur Seite springen wollen. Das ist ja auch immer so eine Zwei-Sache. Ihr bietet ihm das Geld, dass er sozusagen seine Dienste gibt, hier diese Dienste, die er macht. Und er hat natürlich das Prestige, dass er das eben auch machen kann. Soll noch mal jemand sagen, gute Taten werden nicht belohnt. Doch für so etwas bräuchte man eine größere Kulisse als ein Hotel. Vielleicht das Theater selber. Es hat auch mehrere Etagen. Unten könnte man diese Vorstellung organisieren. Oben einen kleinen Happen.
Und ich bin mir sicher, dass zerrissene Dach... Das hier gleich Gen Prius ist von Haus von Bütow Putzes Haus. Dieses große Stadion. Immer ein Stadion wird am letzten Tag des Turniers noch belegt sein, aber wir können ja mal nachsehen. Ich dachte, so eine Gesellschaft von 50 bis 100 Personen, da sollte das Theater ausreichen. Ich hoffe nur, man hat das klaffende Loch im Dach repariert. Gibt es nicht so ein weiteres Theater im Norden der Stadt? In der Nähe der Villa meiner Familie, das sollte, glaube ich, eins sein. Wie nennt man das? Die Heldenbühne? Beim Thema eurer Familie, die sollten wir auf jeden Fall auch einladen. Ihr könnt da sicherlich ein paar Strippen ziehen. Oh, ich bin mir sicher. Der Botschafter wird sich sicherlich freuen über ein Fest. Die Heldenbühne ist natürlich sehr beliebt unter den wichtigen Personen der Stadt. Ein heldenhaftes Schauspiel auf der Heldenbühne? Schauspieler lassen sich beschaffen, hoffe ich mal. Wie gesagt, ein passende Illusionisten, ein paar Theaterdarsteller, vielleicht einen Sänger, einen ausgebildeten Opernsänger aus Winsald oder Kuslik. Darf ich jetzt mal kurz eine Frage stellen? Ihr wollt dieses Fest am Ende von den Spielen organisieren, richtig? Richtig. Dann wollt ihr das Geld einsammeln, aber wenn ihr jetzt das Geld ausgebt, um das Stadion zu mieten oder das Hotel oder wo auch immer ihr hin wollt und diese ganzen Leute müsst ihr doch im Voraus bezahlen, wie wollt ihr denn dann auch Nahrung kaufen? Zum einen lässt sich viel auf Kredit arrangieren. Zum anderen brauchen wir das Geld nicht nur, um Nahrung zu kaufen, sondern um die Söldner Landwehr dann auch zu bezahlen, während sie mit uns im Feld ist. Ja, die kosten doch nichts. Nun, zum einen haben wir jetzt Geld, das wir für Nahrung und gewisse Planungen ausgeben können. Und alles, was wir dann einnehmen, können wir nutzen, um nun unsere eigentliche Mission durchzuführen. Was die Nahrung angeht, nehme ich doch mal an, dass alle Anwesenden etwas aus ihrer Privatschatulle auch beisteuern werden. Ich werde das tun. Bin leider... Ich will nicht sagen pleite, aber... Du hast 1300 Dukaten vor dir liegen, jetzt kommen abgesehen, wir bloß damit, abgesehen von denen natürlich, die sind immerhin gepumpt. Ich fürchte, das meiste von meinem Geld ist in die Zurückeroberung von Maraskan geflossen. Wo wir gerade von Geld sprechen, ich habe 50 Söldner besorgt und der Chorgeweihte ist auch dabei. Und die kosten nicht was? Wahrlich. Nichts. Will ich wissen, wie ihr das geschafft habt? Paktira totgeprügelt und Rafim lächelt. Ich blinzel zweimal. Das. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Scherzt ihr? Sehr effektiv. Nein, es ist schön. Vielleicht besuche ich ihn morgen nochmal. Vielleicht haben sie einen neuen gefangen. Sie haben einen Paktierer gefangen. Sie haben mir das Richtschwert angeboten. Aber das Richtschwert, das geht doch viel zu schnell. Immerhin einer von uns kann göttergefällige Arbeit mit seinen Fäusten tun. Richtig. Da muss man doch auch mal die Faust ansetzen. Deswegen ist so lange angesenkt. Naja, seine Augen haben irgendwie gebrannt. Seltsamer Mann. Aber egal, ich habe euch unterbrochen. Entschuldigung. Es ist nicht unbedingt der Diener des Knechtes der Elemente, der in letzter Zeit hier sein Unwesen getrieben hat, oder? Ich habe gar nicht gefragt, wo die den gefangen haben. Ich war so voller Freude, dass ich endlich mal wieder einen gefunden habe. Vielleicht ist das genau der, vielleicht war es der Übeltäter, der die armen Bauern getötet hat. Dann können wir wohl ruhen in der Gewissheit, dass er seine gerechte Strafe erhalten hat. Also sehen wird er auf jeden Fall nichts mehr. Herrlich. Ja. Und Keras, wie gesagt, ihr könnt auch sicherlich auch den ein oder anderen eurer Glaubensbrüder dazu bewegen, uns auszuhelfen. Oh, selbstverständlich. Wenn ich zu ihnen gehe und von einem Fest rede, werden sie wahrscheinlich sich drum reißen, dabei sein zu dürfen. Tatsächlich, in dem Fall könnte man vielleicht auch im Garten auf dem Gelände der Estrada-Tempels etwas organisieren. Idee. Wenn das Wetter mitspielt? Pavillons? Etwas leichte Musik, Wein, Illusionen. Gute Musik, was will man mehr? Die Tempel ist genauso leid, ein Fest auszuführen.